Komplex ist nicht kompliziert und kompliziert bedingt nicht unbedingt komplexe Lösungen. Meine Einladung an Sie heute lautet: Bitte, bitte nutzen Sie Ihre komplexen Produkte und Lösungen nicht als Ausrede für komplizierte Prozesse und Abläufe. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Impulsvideo. Mein Name ist Hartmut Sieg, bei mir geht es um die spannenden Themen Key Account Management, strategisches Verkaufen im B2B und um die persönliche Produktivität. Und heute schon wieder so ein Mix von allen drei Themen. Wow, komplex oder kompliziert? Ganz kurz vielleicht nur nochmal Begriffeinordnung. Komplex, was ist komplex? Vielleicht eine Lösung, die wir alle kennen, vielleicht auch alle schon nutzen, ein Auto. Wenn Sie heute ein Auto mit der hervorragenden Eigenschaft des teilautonomen Fahrens oder zukünftig vollautonomen Fahrens sich anschauen, dann ist es eine wahnsinnige Ingenieurskunst. Das ist ein komplexes Zusammenspiel von, ich weiß gar nicht wie viele, 100 Sensoren, Kamerabildern etc., die eingesammelt werden müssen, verarbeitet werden müssen und daraus müssen dann Konsequenzen abgeleitet werden für Lenkung, Bremsen, Beschleunigung und all so etwas. Also wahnsinnig komplex, weil viele, viele Komponenten auch involviert sind und es gibt ganz viele logischerweise Kombinationen, die auch miteinander berücksichtigt werden müssen. Wow, als Ingenieur geht mir da immer das Herz auf. Wahnsinn! Was wäre übrigens in dem Falle kompliziert? Naja, kompliziert wird so eine komplexe Lösung dann, wenn jeder dieser Sensorenhersteller macht, was er lustig ist, wenn es keine Schnittstellenbeschreibung gibt, keine Dokumentation gibt, Updates irgendwie von der Firmware, von der Software, von jedem Hersteller gemacht werden, wann er lustig ist, ohne dass auch irgendein Signal an die anderen gegeben wird, was eigentlich im Moment gerade so aktualisiert wurde. Dementsprechend, wenn ich plötzlich anfangen muss, ich muss diese ganzen Signale ohne klare Schnittstellenbeschreibung irgendwie zusammenbringen, dann wird das hochgradig kompliziert und übrigens drittes Wort auch noch sehr aufwendig. Ja. Und gerade bei uns im B2B-Bereich haben wir sehr viele komplexe Lösungen. Also Automotive, klar, aber denken Sie an Sondermaschinenbau. Denken Sie aber auch selbst im Baubereich. Also auch ein Aufzug ist weit mehr als eine Büchse, die rauf runter fährt und das ist ziemlich stumpfsinnig. Eine Tür im Objektbereich mit all den Eigenschaften, die sie mitbringen muss, von Brandschutz wirklich, Fluchttür, Schließmechanismen etc., viele verschiedene Möglichkeiten, die Sie auch kombinieren können, macht es sehr häufig zu einer sehr komplexen und sehr individuellen Lösung. So, was passiert jetzt aber sehr häufig in meinen Projekten? Da höre ich dann immer wieder so eine Ausrede, die lautet: Lieber Sieg, entschuldigen Sie bitte, aber wir haben halt sehr hochgradig komplexe Produkte und Lösungen, die wir herstellen und vertreiben. Und daher sind auch unsere Prozesse immer ein bisschen so aufwendiger. Ja? Und das führt dann dazu, dass Angebote schon mal ein paar Wochen brauchen, dass eine Auftragsbestätigung schon mal ein paar Wochen braucht etc. Ja? Und ich lade Sie wirklich ein, darüber heute mal nachzudenken, wo Sie hochgradig komplizierte, unnötig komplizierte Prozesse eigentlich am Start haben. Weil Geschwindigkeit ist heute ein Differenzierungsfaktor. Also kein Mensch akzeptiert heute mehr, dass er Wochen auf ein Angebot warten muss. Eine Auftragsbestätigung, die Wochen braucht, ist nicht akzeptabel. Erst recht nicht in der aktuellen Liefersituation, wo wir dann schon wieder alles dreimal drehen müssen. Eine Rückmeldung von einem Service-Ansprechpartner oder selbst von einem Verkäufer oder Key Account Manager erwarte ich nicht nach Wochen oder Tagen, sondern innerhalb von 24 Stunden. Ich sage nicht, dass ich eine Lösung erwarte, aber ich warte ein Lebenszeichen. Hey Mensch Sieg, danke für deine Nachricht. Wir kümmern uns drum, wir sind dran. Dauert roundabout wahrscheinlich so 5 bis 10 Tage, bis wir eine Lösung haben. Wir melden uns. Hervorragend, reicht mir schon aus, aber ein Lebenszeichen braucht es. Und teilweise sehe ich, dass wir noch in Prozessen irgendwie unterwegs sind, die aus dem letzten Jahrhundert stammen. So, machen wir mal 2 konkrete Beispiele. Etwas, was wahrscheinlich alle kennen. Der Kunde hat etwas bestellt. Der Kunde hat auch einen Liefertermin bekommen. Und jetzt kommt der Kunde um die Ecke und sagt: Lieber Sieg, Mensch, bei uns hat es eine Verzögerung gegeben im Gesamtprojekt. Wir bräuchten die Produkte etwas später. Wir bräuchten die Lösung etwas später. Also können Sie die auch 4, 6, 8 Wochen später produzieren? Sagen Sie, ja, hervorragender Einwand.
Wir haben Probleme überall. Die Herausforderung, schon was ist das für ein Rumgestotter hier. Die Herausforderung ist allerdings sehr häufig, dass wenn Sie das natürlich in dem gesamten Produktions- und Fertigungsprozess sauber schon eingeplant haben, dann können Sie das nicht immer so flexibel da alles hin und her schubsen. So, und was ist jetzt die Lösung des Ganzen? Eine Lösung ist sehr einfach. Die Lösung lautet eine klare Kommunikation gegenüber dem Kunden. Lieber Kunde, du kannst, Beispiel, 4 Wochen vor dem genannten Auslieferungstermin deine Konfiguration noch in folgenden Bereichen ändern. Danach steht die Konfiguration und auch der Termin. Punkt. Das heißt, es gibt einen klaren, einfachen Prozess, auch nicht mit 100.000 Ausnahmen, sondern klar. Erst zweitens jetzt, aber ganz wichtig, auch in der gesamten Mannschaft kommuniziert und bekannt. Und Nummer 3, jetzt kommt wahrscheinlich die größte Herausforderung, er wird auch von allen umgesetzt und eingehalten. Und kennen Sie das? Jeder von uns kennt das. Dann kommt halt der Kunde um die Ecke und sagt, ah, Sieg, du, wir haben echt Problem, kannst du? Und jetzt sind wir aus falscher Kundenorientierung, ich nenne es bewusst nur falscher Kundenorientierung, falsch verstandener Kundenorientierung, versuchen eine Lösung zu finden. Aber die Komplexität, die wir damit reinbringen in das gesamte Unternehmen, ist viel zu hoch. Zweites Beispiel aus dem Key Account Management. Was ich immer wieder erlebe, Key Accounts fragen ein internationales Angebot an. Da gibt es eine internationale Ausschreibung, RFQ, Tender, was auch immer. So, jetzt braucht der Kunde vielleicht am besten noch ein europaweites gleiches Pricing oder einen gleichen Basispreis zumindest. Was jetzt passiert ist, ein internationaler Key Account Manager, Global Key Account Manager, stößt diesen Prozess an, so ein Angebot zu erstellen. Und jetzt ist aber die spannende Frage, was machen Sie eigentlich in der Kommunikation, Interaktion mit all den Landesgesellschaften? Und jetzt geht es wieder los. Jeder fängt gefühlt in vielen Unternehmen wieder von vorne an. Ja, jetzt machen wir mal irgendwie einen Kickoff im Tendering-Team. Welche Länder laden wir eigentlich ein? Sind es die Top 5? Sind es eigentlich alle? Sie laden nicht alle Länder ein. Plötzlich kommt irgendeiner aus Hintertupfingen um die Ecke und sagt, warum wurde ich eigentlich nicht eingeladen, informiert? Ich kann das ja gar nicht so umsetzen. Sie merken schon, es ist ein Haufen Interaktion, Kommunikation, Rückfragen und es wird wahnsinnig zippelig und kompliziert und das dauert wieder alles länger. Klarer Prozess könnte wie aussehen, bei internationalen Ausschreibungen gibt es bei uns eine klare Regel, alle Länder, in denen der Kunde aktiv ist, werden informiert, dass es dort im Moment einen Angebotsprozess gibt und demnächst einen neuen Vertrag gibt. Die Top 5 Länder, die 5 größten Ländermärkte, mit denen wir heute schon oder in denen wir mit dem Kunden Geschäft machen, werden aktiv, wirklich sehr aktiv ins Tendering mit einbezogen, zum Thema auch gerade Preisgestaltung und was wir vielleicht noch alles so berücksichtigen müssen. Der Rest, nein, sonst wird es wieder viel zu aufwendig. Ja? Und was ich halt sehr häufig erlebe, ist, dass uns genau Dreiklang, entweder diese klaren Prozesse, Spielregeln nicht klar und einfach definiert sind, und zwar nicht Handbuch, sondern auf einer Seite. Nummer 2, sie nicht klar kommuniziert wurden. Oder Nummer 3, sie sind zwar da, aber sie werden nicht stringent umgesetzt. Meine Einladung an Sie ist, schauen Sie doch mal rein, wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus? Das heißt, wenn Sie gerade mal zum Thema auch von der Geschwindigkeits- und Kundensicht mal reinschauen, wie lange muss ein Kunde heute auf ein Angebot warten, auf eine Auftragsbestätigung warten, auf eine Rückmeldung warten? Und es gibt so einen schönen Spruch, wer sich abstrus hohe Ziele setzt und daran scheitert, der scheitert weit jenseits von dem, was andere als Erfolg bezeichnen. Und das gilt auch für solche Projekte. Wenn Sie heute 6 Wochen brauchen, um ein Angebot rauszuhauen, dann setzen Sie sich mal zusammen und sagen, was müssten wir eigentlich ändern, damit das Ding in einem Tag rauskommt. Geschwindigkeit, wenig Rückfragen sind heute Schlüsselfaktoren im Key Account Management und im B2B-Vertrieb und erst recht auch notwendig, weil wir gar nicht mehr die Ressourcen haben. Das war ein Impuls zum Thema komplex oder kompliziert. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis bald. Ihr Hartmut Sieg.